Ich bin mal wieder spät auf, denn es geht weiter mit den Firmenerlebnistagen. Morgen bei den SRH-Kliniken, Landkreis Sigmaringen in Pfullendorf. Ich habe schon vieles gehört, weiß aber nicht genau, was passiert. Lass uns reinschauen. Wie sieht denn so eine Ausbildung von jemandem aus, der bei Ihnen einsteigt? Also die Ausbildung dauert 3 Jahre auf alle Fälle. Man startet mit einem Einführungsblock, also erstmal 10 Wochen, damit dann auch einiges gelernt werden kann, bevor man dann in die Praxis startet. Also wir beginnen immer 1. Oktober und ist immer so ein bisschen aufgeteilt, dass die Schüler ein paar Wochen lang im Block sind und dann auch wieder in der Praxis, die wechseln immer hin und her. Okay, alles klar. Ja, jetzt sind wir schon beim Thema Ausbildung. Was würden Sie sagen, aus welchem Grund ist es auch besonders schön, im Landkreis Sigmaringen eine Ausbildung zu starten oder zu arbeiten? Der ländliche Charakter ist auf alle Fälle gegeben. Vielfältigkeit, durch das, dass wir 3 Ausbildungshäuser haben, besteht immer die Möglichkeit, dass wir immer Sigmaringen, Pfullendorf und Bad Saulgau die Einsätze sind für die Schüler. Das ist auch ein besonderer Vorteil, wo ich denke, gegenüber anderen Häusern. Dann möchte ich abschließen mit der traditionellen Frage. Wie würden Sie das Projekt Work at Sig in 3 Worten beschreiben? Also bei uns auf alle Fälle sehr abwechslungsreich, sehr interessant und sehr praxisorientiert. Genau. Wir haben Blutdruck gemessen. Man muss das Messgerät richtig hinmachen und dann muss man hören, wann der erste und wann der letzte Schlag war. Eine versorgte Patientin. Ich bin selber auch schon eingegipst. Wie ist das, so einen Gips zu kriegen? Also am Anfang ist es ganz schön warm, also da wird es ziemlich warm drunter und mit der Zeit merkt man, dass es dann wirklich fest wird. Okay, also was habt ihr dann genau gemacht, um den herzustellen? Also zuerst hat man so eine Art Socke über den Arm gemacht, damit man es nachher natürlich auch wieder abbekommt. Und dann haben wir eine große Wasserschüssel bekommen und eine Rolle Gips. Und die Rolle Gips hat man dann nass gemacht und danach musste man dann gleich anfangen mit dem Wickeln, damit es nicht gleich fest wird. Welche Sinne habt ihr denn heute bisher schon alle eingesetzt? Wir durften fühlen und so. Dann konnten wir ja ganz viel sehen und viel Neues lernen. Riechen dürfen wir auch zum Beispiel, wie es halt in Krankenhäusern riecht, Desinfektionsmittel und so. Ja, wir haben Puls gehört. Also wir haben Blutdruck gemessen und den eigenen Puls gemessen und so halt geguckt, ob alles okay ist und alles stimmt. Was habt ihr beim Schmecken gemacht? Ja, da haben wir einen Kuchen und so bekommen. Wie? Du bist nicht beim Firmenerlebnistag dabei? Dann hast du wahrscheinlich keinen eingegipsten Arm und auch kein Erlebnis gehabt. Merk dir gleich vor für nächstes Jahr Work at Sig und melde dich an.